Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Update-Video von der Zwergenbucht. Was ihr hier seht, ist die Oberstadt. Hat sich doch einiges getan. Also, eigentlich ist hier alles neu. Meine Häuser sind neu. Der Tempel da unten ist neu. Das Offizierslager ist neu. Kyrias Haus wurde abgerissen und neu gebaut. Wir haben jetzt hier einen kleinen Trainingsplatz und ja. Also fast die komplette Oberstadt wurde einmal abgerissen, planiert. Alles auf eine Ebene gebracht, bis auf halt mein Haus auf dem Hügel. Und dann die Gebäude neu gebaut, beziehungsweise extra Gebäude gebaut. Als Offizierslager, als Auslagerung von normalen Lager, weil das schon ziemlich voll wurde. Ein Tempel, wo wir halt etwas gesitteter beten können, anstatt einfach so irgendwo rumzulungern. Was auch ganz schön war. Oh ja, war eine Menge Arbeit, aber super geworden, finde ich. Das sieht jetzt richtig wie eine schöne Oberstadt aus. Und nicht so ein zusammengewürfelter Haufen, wie es vorher war. Aber ja, gehen wir das alles mal Schritt für Schritt durch. Ich muss erstmal hier runter. Dafür muss ich die GUI wieder einblenden. Und ich gehe jetzt absichtlich mit Blick nach vorne runter. Denn die Fassade von meinem Haus fehlt oben. So weit bin ich noch nicht. So, raus hier. So. Erstmal runterlaufen. Tadadada. Das ist mein Haus. Also primär wird eigentlich nur das Erdgeschoss benutzt für Lagerfläche. Aber oben wollte ich schon etwas Höheres haben, damit man von außerhalb was sehen kann. Weil sonst guckt man über die Mauern rüber und sieht nichts. Das ist ein bisschen doof. Also man sieht den Wachturm, aber ja, Bürgermeisterhaus sollte halt ein bisschen größer sein. Ist auch soweit schon fast fertig. Da oben fehlt noch ein Dach. Die Rückseite fehlt noch. Aber das mache ich in den letzten Tagen. Das hatte nicht so hohe Priorität. Priorität hatten halt primär hier Tempel, Offizierslager, Kyrias Haus und ja, die ganzen Türme außenrum. Das kann ich mir später zeigen. Erstmal den Tempel. Den finde ich richtig schön. Also ist nicht zu groß, nicht zu übertrieben. Macht genau das, was er soll. Man kann leicht rein. Überall sind die Torbögen. Oben drauf ist eine Glocke, die benutzt wird, um zur Messe zu läuten. Was schon mal sehr stylisch ist. Und drin ist es richtig gemütlich. Also einmal sind unsere Priester hier alle um die Altäre rumgeordnet. Auf einer Marmorplatte mit Goldstatuen davor und mit Teppich verlegt, dass man während der Messe auch beten kann. Also die Zeit möglichst effektiv nutzen. Außerdem sieht es gemütlich aus. Ja, es gibt noch einen kleinen Hinterraum, aber der ist für die Priester. Da wollen wir jetzt nicht reinschnuppern. Dann haben wir hier das Offizierslager, wo noch nicht so viel drin ist, aber es macht sich schon mal ganz gut. Vor allem sieht es nicht so blockartig aus wie viele andere Gebäude. Ist halt auch so stufenartig mit den kleinen Einschnitten hier. Und wo läufst du so eilig hin? Sehr irritierend, Geister als Wachen zu haben. Aber ja, sehr schön gelungen. Hat sehr viel Stauraum. Das hier kennt ihr ja soweit, also das Lager mit dem Anbau der Schmiede. Aber das hier kennt ihr noch nicht. Das sind unsere Parkplätze. Ja, ich weiß, es ist ein wenig dekadent. Aber es ist sehr praktisch. Vor allem weiß man jetzt jederzeit, wo man was hinstellen kann, soll, muss, wie auch immer. Die Tiere haben immer gut zu essen drunter. Also diese Felder, die wir immer neu anpflanzen. Ja, sieht gleich wesentlich ordentlicher aus. Und Kyrias Haus, immer noch rot, aber nicht mehr in so der Nische, wo es vorher war. Vorher war das ja so eine Senke, wo sie drin war mit ihrem kleinen Butcher-Shop hier. Jetzt ist das alles auf einer Höhe. Ja, hier unten die Taverne. Die Häuser da unten haben sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind halt die Tore. Da sind wir jetzt auch dabei, die hochzubauen. Und die ganzen Türme. Wobei man von den Türmen nicht so wirklich viel sieht. Das ist ein bisschen schade, weil es so viel Arbeit ist und man sieht davon so wenig. Aber wir können ja nochmal ganz kurz zu meinem Haus. Da muss ich eben ein Pferd holen für die andere Tour. Und da können wir uns die Türme auch angucken. Ja, mit den Bäumen hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Die stehlen ein wenig die Sicht. Aber sonst, ja, doch. Mit dem Hochgang hier und einem schönen Blick über die Stadt ist ein echt schönes Anwesen geworden. So, Koppergold. Zing. Und die Türme, da meine ich. Wachturm West 5, Wachturm West 6, Wachturm Nordwest. Und so geht das halt einmal ganz rum. Ja, hört sich nicht nach viel an, aber es ist sehr viel Arbeit. Und vor allem auch die Masse an Ressourcen, die wir da reinstecken müssen. Also Steine, Mörtel ohne Ende. Das ist schon fast zu unserem Motto geworden. Das zu mischen. Also ja, Hut ab vor den ganzen Leuten, die mitgeholfen haben. Vor allem jeden Tag auch 500, 600 Stück anmischen. Das ist wow. Aber ja, hier. Überall Wachtürme in gleichmäßigen Abständen.
Hier kann ich auch mal kurz reingucken. Also wir haben die Pferdefarm jetzt etwas abgegrenzt, damit man da nicht so leicht rankommt. Das sind halt jetzt die Zuchtpferde, so wie ich das verstanden habe. Und die frei verfügbaren Pferde sind draußen. Das heißt, wenn man eins von den Pferden hier haben möchte, dann muss man sich mit dem Zuchtmeister absprechen, damit nicht hier wild rumgepaart wird und die guten Pferde, die eigentlich für die Zucht sind, zum Reiten benutzt werden und so weiter. Auch alles mit Feldern drunter. Also zum einen, damit wir die Ressourcen bekommen, aber auch zum anderen, die Tiere länger was davon haben. Weil so eine Grasfelder werden sehr schnell aufgefressen und die alle von Hand nachsehen, dauert ewig. Was? So. Sehr schön. Also ja, vor ein paar Wochen wurden jetzt Baumfall-Animationen eingefügt. Und ich finde es immer wieder irritierend, wenn plötzlich in der Entfernung irgendwas umkippt. Aber ja, da können wir auch mal hingucken. Raus. Raus. Sind jetzt vor dem Nordtor. Der Burggraben ist nicht so wirklich weitergekommen. Das war nicht so wirklich hoch auf der Prioritätenliste. Aber das hier ist alles neu. Also, ja, das war alles mal Hügellandschaft und Wildwuchs und was weiß ich. Wir haben hier alles planiert und auf eine Höhe gebracht. Also auch die Straße hier, die ging vorher hoch auf so einen Hügel und dann auf dem Hügel lang auf die Höhe von dem da oben. Aber wir haben alles jetzt auf die Höhe von unseren Mauern gebracht. Also mit Absprachen mit den Nachbarn natürlich. Die sind jetzt nicht eines Morgens aufgewacht, die eine halbe Straße war weg. Nee, haben wir alles abgesprochen. Also wir haben die ganze Hügellandschaft hier planiert und haben da Weintrauben angepflanzt. Und zwar, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr, sehr viele Weintrauben, damit wir schön Wein keltern können. Die Straße hier haben wir auch alles auf die gleiche Höhe gebracht. Hier hinten wird das auch auf die Höhe gebracht und dann einmal rum, ganz bis da hinten. Und was ihr hier seht, das war mal der Pinienwald. Das wird alles abgetragen und ebenfalls auf die Höhe gebracht. Dass im Norden und im Westen der Stadt alles auf einer Höhe ist. Das ist eine Heidenarbeit. Ich kann immer ganz kurz hier durchlaufen. Da waren fleißige Butler. Und das sind sehr viele Arbeitsschritte hier, das alles wegzumachen. Das heißt, der ganze Pinienwald kommt weg. Den ich vor, wie lange ist es jetzt her? Ein Dreivierteljahr hatte ich damit mal angefangen. Also ganz hinten noch. Und dann nach und nach damals gemacht. Dann war ich ja offline für eine Weile. Und als wir wiederkamen, haben wir das auch weitergemacht. Bis es dann irgendwann ein richtig großer Pinienwald war. Und jetzt im Laufe unseres Megaprojekts hier wird das alles abgeholzt. Aber ist nicht schlimm. Wir pflanzen dafür hier einen Maple-Wald an. Maple bringt genauso Holz. Nicht so schnell wie Pinie. Aber dafür hat man einmal im Wurmjahr Maple-Saison. Und da kann man den Sirup rauszapfen. Und den braucht man ebenfalls für Wein. Also ja, wir sind gerade ziemlich auf Alkohol fokussiert. Vor allem, weil auch mehrere von uns das private Ziel haben, so und so viel Liter Wein zu keltern. Also nicht privat von der Spieler will das, sondern es gibt Personal Goals, nennen sich die. Hier. Da kann man gucken, also es ist dann random generiert. Zum Beispiel sollte ich jetzt einen Wolf umbringen. Und dafür kriege ich Karma-Punkte, wenn ich das schaffe. Die Grünen habe ich schon abgeschlossen. Was ich noch machen müsste, wäre eins von jedem Boot zu bauen. Da fehlt mir jetzt noch ein Bootstyp, glaube ich. Ich muss 100.000 Aktionen vollführen. Habe ich eigentlich schon längst geschafft, aber diese Personal Goals wurden erst vor ein paar Monaten eingefügt. Deswegen zählen meine alten nicht. Ich muss 10 Hennen zu Tode erschrecken. Das werden unsere Züchter nicht gerade gerne sehen. Aber ja, da haben halt ein paar von uns auch bei diesen Personal Goals Weinkeltern. Und zwar mal so eben 1.000 oder 10.000 Liter. Und da bietet es sich halt an, so eine riesige Weinplantage zu haben. Aber ja, das hier kommt alles weg, wird alles runtergebuddelt und dann kommen hier entweder überall ebenfalls Weintrauben hin oder einfach nur eine Grasfläche. Damit wir auch einfach eine Fläche haben, wo man Kräuter sammeln kann zum Beispiel oder Blumen pflücken. Das klingt jetzt irgendwie komisch, dass eine Horde Zwerge Blumen pflücken möchte, aber es gibt öfters mal so eine Göttermission und da kommt zufällig was rein, was gesucht wird. Also der Gott sucht 500 Thymian oder der Gott sucht Metallschüsseln und all sowas. Und wir hatten jetzt halt schon öfters gelbe Blumen, lila Blumen und ähnliches. Und deswegen hätten wir jetzt auch ganz gerne einfach nur ein Feld, wo man Blümchen pflücken kann. Außerdem wird es gut aussehen, weil man die Stadt besser sieht. Also von den Hauptstraßen, die ja einmal drumherum führen, hat man dann freie Sicht auf unsere Stadt. Was eigentlich nur zum Prollen ist. Aber das gehört auch dazu, dass man ein gutes Image von sich zeigt und dass die Leute einen auch überhaupt erkennen. Aber wenn wir jetzt hier unseren Wald einmal ganz rumbuddeln, dann sieht man unsere Stadt nicht und weiß auch gar nicht so wirklich, dass wir da sind. Also ja, die meisten werden uns inzwischen kennen auf dem Server, weil wir halt recht groß sind.
Aber trotzdem habe ich es ganz gern, dass man die Stadt auch sehen kann. Weil das hat doch was, wenn man hier so lang reitet und die Stadtmauern sieht und die Türme und ja, und den Hügel nicht runterkommt mit dem doofen Pferd. So. Also ja, das finde ich sehr schick. Ich laufe aber in die falsche Richtung. Denn wir haben noch außerhalb der Stadt ein kleines Projekt angefangen. Ist auch schon etwas älter. Aber inzwischen hat es ein ordentliches Haus bekommen. Also vorher hatten wir einfach außerhalb der Stadt in der Nähe der Teergruben so ein kleines Holzgatterkonstrukt angelegt, wo wir dann seltene Tiere reingetan haben. Also sowas wie Riesenratten und Championwölfe und dergleichen. Das hat natürlich geklappt, aber es war nicht besonders sicher, weil es halt nur Holzzäune waren. Und jetzt haben wir da so ein richtiges Bestiarium hingebaut. Das möchte ich euch auch noch zeigen. So, mal gucken, wie viel noch drin ist. Also ich sehe jetzt schon mal ein paar Höllenpferde. Das ist gut. Haben wir was zum Gucken. Ist übrigens auch sehr schwer, das Ganze am Laufen zu halten. Denn die Tiere brauchen sehr viel Fleisch. Wie man hier sehen kann, sind überall so ein Fleischbrocken drin. Was haben wir denn hier? Ein Gebirgslöwen. Ein verhungernden Braunbären. Da liegt Fleisch. Ist ein schwarzer Wolf. Ein schwarzer Championwolf, der gleich dezent größer ist als sein Kumpel hier. Hier sind die Höllenpferde. Oh, ein Baby-Höllenpferd. Hat aber auch schon eigenen Namen. Also normalerweise heißen die einfach nur Old Fat Hellhorse oder halt Aged Fat oder was auch immer. Wenn man die allerdings verpaart, dann haben die Kinder, ähnlich wie bei Pferden, einen eigenen Namen, der sich dann aus zwei Silben zusammensetzt. So kann man die auseinanderhalten. Und die haben dann auch eigene Eigenschaften, wie bei Pferden auch. Das heißt, man kann diese Höllenpferde genauso wie normale Pferde züchten. Die sind ja richtig schnell. Hier haben wir noch eine Riesenratte. Noch mehr Höllenpferde. Allerdings ohne Namen. Und noch ein Champion-Bär. Er ist auch ganz schön groß. Hey du, du brauchst bald wieder Fleisch. Hier müsste eigentlich irgendwo ein Futtertrog sein. Ja, ich bin hier nicht besonders häufig. Deswegen habe ich. Oh, nicht die Tür aufmachen. Deswegen kenne ich mich hier nicht aus. Aber ja, es gibt eigentlich so einen Fleischtrog, wo man immer Sachen reinschmeißen kann und damit die Tiere füttern zwischendurch. Das also noch als externes Projekt. Hier später alles schön flach, damit man durchgucken kann. Da freue ich mich auch schon drauf. Und den ganzen Dreck, der hier anfällt, den verkaufen wir. Das hört sich immer noch komisch an. Aber wir haben da jetzt inzwischen wie viel Silber mitgemacht? Ich glaube 15 Silber. Das sind an die 20 Euro. Das finde ich nicht schlecht, dafür, dass es eigentlich nur Dreck ist und eh anfällt. Einen Großteil haben wir auch unsere Nachbarn auch verschenkt. Die haben sich auch tierisch gefreut, weil die auch ein Megaprojekt hatten. Nur fällt bei denen kein Dreck an, sondern sie brauchen Dreck, um es abzuschließen. Und das bietet sich ja perfekt dann an. Das ist Teer. Tod, Hass. Touch ist super. Tod. Deine Nemesis. Verlorene Seelen. Was? Halt so? Ah, nee, das ist das Grab. Ja, das ist unser Touch. Hat auch hier die Grabsteine von allen toten Namenspferden bei sich im Vorgarten getan. Ja, gut, wir gehen weiter. Zurück in die Unterstadt oder rein in die Unterstadt. Hier hat sich nur ein bisschen was getan. Es gibt ein paar neue Häuser. Wir haben ein paar alte Häuser abgerissen. Natürlich erstmal einen Post im Forum gemacht. Die und die Häuser stehen seit 5, 6 Wochen leer. War das, glaube ich. Wenn noch jemand zurückkommen möchte, der die Häuser hat, dann bitte Bescheid sagen. Als sich dann keiner gemeldet hat, haben wir die entsprechenden Häuser auch zerstört. So. Hier unten ist immer noch recht viel Platz. Also ich glaube, zwei neue haben sich angesiedelt. Whistle ist relativ neu. Assertür ist nicht neu, ne. So, dann haben wir hier am Steg noch, weil wir halt so viel Dirt produzieren, haben wir hier BSBs aufgestellt. Das heißt, die werden alle mit Dreck gefüllt. Und wenn dann irgendjemand Dirt haben möchte, kommt er hier mit seiner Knarr an. Das ist ein Schiff mit möglichst wenig Tiefgang, das da. Kommt hier reingefahren, kann von den BSBs das Schiff beladen und kann gleich wieder raus. Das ist ziemlich praktisch. Also für die und für uns. Und wir haben inzwischen ein paar mehr Schiffe. Also das hier ist die alte Zwergenkock, wo es ja auch ein Video von gab, wo wir die zu Wasser gelassen haben in der Gemeinschaftsaktion. Dann haben wir jetzt noch das größte Schiff überhaupt. Das ist die Karavelle hier hinten. Aber die braucht ziemlich viel Tiefgang. Die kommt hier fast gar nicht aus der Bucht raus. Nur mit sehr viel Mühe und Not.
Ja. Dann haben wir noch eine Zwergenburg Knarr 2. Wir hatten vorher nur die eine hier. Und die hatten wir auch halb fertig bekommen. Und noch ein paar andere Schiffe. Also langsam haben wir einen richtig schönen vollen Hafen. Aber das muss ja auch bei so einer großen Stadt. Und ja, man kann inzwischen schon wirklich sagen, dass wir eine große Stadt sind. Vom Platz her, von den Spielerzahlen her, ist alles echt super am Laufen. Wobei es da noch ein paar Haken gibt. Also wir wachsen natürlich immer mehr, das kostet dadurch auch mehr. Wir kommen da einigermaßen klar, gerade im Dirtverkauf. Aber ich möchte euch da auch um Hilfe bitten. Weil ich weiß, ein paar von euch haben schon mal gespielt mit mir nämlich zusammen und mit uns zusammen und haben dann aber aufgehört. Also falls ihr noch irgendwas habt, sei es Ausrüstung oder Silber oder dergleichen, kommt bitte nochmal an und schmeißt das irgendwo auf den Boden oder drückt es jemand in die Hand. Das wäre echt lieb. Weil wenn das jeder macht, der bisher schon mal gespielt hat, dann hätten wir wieder einen Monat genug Ressourcen, um uns hier keine Sorgen zu machen. Sonst müssen wir halt Real-Life-Geld reinstecken und das werde ich auch, aber es wäre halt schade drum. Also ja, mal gucken, wer sich da noch so meldet. Und vielleicht bekommt ja doch der eine oder andere wieder Lust zu spielen und dann hätten wir wieder mehr Zwerge, was ja auch schön wäre. Habe ich jetzt alles abgedeckt? Also, wir waren beim Hafen, wir waren beim Bestiarium, wir haben in der Oberstadt alles gezeigt, wir haben die Türme gezeigt, wir haben die Weintrauben gezeigt. Ja, ich glaube, das war's für dieses Video. Mit einem Blick auf mein fast fertiges Haus schließe ich dann und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.